Was sind die Folgen der Sünde? Sünde entfernt von Gott. Es ist eine Distanz. Es wird eine Distanz aufgebaut. Distanz von Gott, auch eine Kluft, wie das hier so zu sehen ist. Jede Sünde entfernt von Gott, unabhängig, ob subjektiv als groß oder klein empfunden wird. Und die Folge der Sünde ist der geistliche Tod. Gesetzmäßige Folge, Römer 6, Vers 23. Aber jetzt kommen wir zu dem tröstlichen Teil, nämlich dank der Gnade Gottes, und das ist auch hier schön dargestellt, durch Jesus Christus ist diese Kluft überwunden, der Weg zu Gott ist wieder frei. Dabei ist Gott selbst, der die Sünde tilgt, und er kann in seiner Allmacht immer Sünden vergeben. In der Sündenvergebung tilgt Gott gänzlich, absolut, bleibt nichts übrig, und hebt ihm gegenüber bestehende Schuld, Gott gegenüber, die Schuld des Sünders völlig auf. Natürlich, von der Sündenvergebung unbenommen bleiben natürlich Konsequenzen und Verantwortlichkeiten dem Staat oder Dritten gegenüber. Strafen des Gesetzgebers und die Verpflichtung, entstandenen Schaden wieder gut zu machen, werden durch die Sündenvergebung nicht aufgehoben. Voraussetzung für die Vergebung der Sünden durch Gott sind Glaube an Jesus Christus, Glaube an die Vermittlung der Sündenvergebung durch das Apostelamt, die Erkenntnis, gesündigt zu haben und der Gnade Gottes zu bedürfen und Reue und Buße verbunden mit dem Bedürfnis, Schuld gegenüber Dritten wieder gut zu machen. Dazu gehört der ernste Vorsatz, künftig Fehler und Schwächen zu überwinden. Das ist meine Aufgabe als Christ. Die Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft zu zeigen, Großzügigkeit auch walten zu lassen und das gläubige Ergreifen der Freisprache. Aufgaben der Seelsorge. Schon um der Sünde vorzubeugen, ist es Aufgabe des Seelsorgers, diese kenntlich zu machen. Dabei ist ein verantwortungsvoller Umgang im Benennen bestimmter Verhaltensweisen erforderlich. Kommen in Seelsorgegesprächen Gewissensnöte zur Sprache, sollte der Unterschied zwischen Sünde und Schuld wirklich bewusst gemacht werden. Und das kann eine große Erleichterung sein. Immer soll die Macht der Gnade hervorgehoben werden, dass die Liebe Gottes und die Gnade Christi greifbar werden. Die Konsequenzen daraus, Sünde und Schuld werden differenziert dargestellt. Jeder kirchliche Amtsträger muss behutsam, das dick unterstreichen, hervorheben, behutsam damit umgehen, aber eben das auch so klar deutlich machen, ja, das ist Sünde, aber. Und deswegen muss Sünde als solche gekennzeichnet werden. Zusammenfassung, Sünde ist absolut, da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist auch der biblische Befund. Schuld ist relativ, beziehungsweise relativierbar. Und was über allem strahlt, was auch der freudige Abschluss und der so hoffnungsvolle Abschluss ist, nicht, dass ich so ein zusammengeknüllter Sünder bin, der sich überhaupt nicht mehr wohlfühlt und im Leben zurechtkommt, sondern über allem steht, ich bin ein von Gott geliebtes Kind und damit bin ich ein wertvoller Mensch für mich und für andere. Und die Gnade aus dem Opfer Jesu Christi überstrahlt alles.